Hallo Mädels und Jungs, heute schauen wir uns ein Windkraftwerk an und steigen hier hinauf und schauen uns genau an, wie es innen aussieht und machen auch einen Blick oben hinaus. Alle anderen Daten gibt es dann nachher noch direkt vom Techniker. Und das ist der Einstieg in die Windkraftanlage oder in dieses Windrad. Und innen sind dann Stiegen, eine Leiter nach oben. Und dafür muss man sich dann wie beim Klettern anhängen. Bekommt ein Geschirr und muss sich dann alle 5 bis 6 Stiegen immer neu einhängen. So, rund 100 Meter in der Höhe. Mit dem Windrad und warten auf den kleinen restlichen Aufstieg rauf in die Gondel. Stromanschlüsse. Getriebe, Generator und vorne ist das Windrad. Und wir klettern hinaus und sehen sich draußen um. Du musst deine Abseilung bekommen, dass du zu alt bist? Ja. Der Schlägerhäuser ist schon drauf. 34, eine Abseilung ist zu alt. Das habe ich noch nie bekommen. Ich bin mir sicher, dass es schon noch. Ich glaube, dass der Schneeberg genau hinter die Flügel. Ja, hinter die Flügel. Achso. Und wieso
dreht sich der jetzt so langsam, weil man es so eingestellt hat? Oder weil der angeschalten haben wir es. Angeschalten. Jetzt hat sich der Flügel ausgepitcht, das heißt, der steht in Fahnenstellung wie eine Fahne. Und wenn es Auftrag ist, dann, ich meine, jetzt ist wenig Wind, das sieht nur, weil die anderen auf 45 Grad sind, die anderen Flügel. Aber normal ist ja der Flügel auf 90 Grad. Ne? Und auf welcher Höhe sind wir jetzt? In etwa? Nabenhöhe ist 100 Meter. Ne? Nabenhöhe ist 100 Meter. Okay. Cool. Und das, der Rotor hat einen Durchmesser, habe ich gehört, von 90 Meter? Richtig, ja. Wahnsinn. Das heißt, der geht 45 Meter in etwa runter, ne? Nicht ganz. Abzüglich der Narbe, ne? Die wir da einen knappen Meter haben. Aber zwei Kinder sind im Rotor. Ja, mehr. Und mehr. Wie montiert ihr die? Nein, der hier mit dem Helikopter oder? Nein, mit Kran. Achso, Kran. Ja. Respekt, Respekt, dass ihr hier oben habt. Langstreckenflüge mit meiner Größe. Ja. Ich bin nach Costa Rica geflogen. Ich bin dann ganz momentan. Extrem schlechter Film. Oh je. Und bei mir hat das Licht nicht funktioniert. Oh, also ich konnte nicht reden. Oh nein. No. Und wie lange fliegst du nach Costa Rica? Wir sind dann noch. Gleitlager für die Drehung. Okay. Inklusive den Schmiernippeln. Die Seile, die man hier sieht, sind Schwingungsdämpfer. Hier sind Gewichte auf dem Seil angehängt, die direkt in einem Ölbad landen und die Schwingungen des Turms ausgleichen sollen. Bezweifelt.